Trinkwasser im Wohnmobil, Wasserdesinfektion, was mache ich in meinem Fahrzeug mit meinem Frischwasser, wie kriege ich sauber, was kann ich alles tun? Bleibt dran, wir schauen uns das gleich näher an. Hallo, herzlich willkommen bei Megacaravan in Dinkelsbühl, bei uns auf dem Kanal. Ja, heute dreht sich alles ums Wasser. In unserem Wohnmobil tanken wir 100 Liter, 70 Liter, 120 Liter, 300 Liter, je nachdem. Wie bereiten wir das Wasser auf? Was für Möglichkeiten gibt es da? Vor allen Dingen natürlich im Ausland. Ihr kennt es alle, wenn man einen empfindlichen Magen hat, sollte man natürlich schon so ein bisschen aufpassen mit dem Wasser, was man da tut. Denn wenn man jetzt einfach irgendwo in Spanien, Kroatien bei 35 Grad im Schatten an irgendeiner Zapfsäule da Wasser zieht, man weiß ja nicht, woher kommt das Wasser, wie sauber ist das Wasser, was letztlich tanke ich mir da in mein Fahrzeug. Grundvoraussetzung ist natürlich, was kann ich dann eben tun? Wir wollen euch da ein bisschen mitnehmen. Ich habe für euch in mein Fahrzeug mal zwei Sets eingebaut, um euch zu zeigen, was für Möglichkeiten das es gibt. Und dann haben wir noch eine kleine Geschichte von demselben Hersteller dazu, um Oberflächen zu desinfizieren. Und da möchte ich euch einfach mal mitnehmen, wie das Ganze ausschaut und wie man das Ganze relativ einfach verbauen kann, bis hin zum Trinkwasser. Und das ist eine richtig geile Geschichte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war mega überrascht. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal genauer miteinander an. So Leute, hier sind wir jetzt in mein Wohnmobil und ich habe für euch hier zwei Sachen eingebaut. Einmal sehen wir hier ein kleines Kästchen und das ist von der Firma TW Des. Und die Kästchen haben es wirklich in sich. Das da ist eine ganz normale Fernanzeige, damit man auch entsprechend informiert ist. Ich zeige euch aber gleich den richtigen Kasten, wo die UV-Bestrahlung auch wirklich stattfindet. Und das ist eine ganz tolle Geschichte, weil das Wasser im Durchfluss zu 99,9999% keimfrei und bakterienfrei gemacht wird durch diese Bestrahlung. Ganz wichtig, was das System aber durch viele andere Systeme unterscheidet, dass da ein Spannungswächter drin ist. Das heißt, dass auch die LED oder beziehungsweise das UVC anständig leuchten kann und immer in der gleichen kontinuierlichen Stärke das Wasser bestrahlen kann, ist ein Spannungswächter da drin, der immer aufpasst, weil das die konstante gleiche Spannung behalten wird. Weil, das ist eine ganz wichtige Geschichte, gerade wenn man AGM-Akku oder Gel-Akku hat, die natürlich, wenn sie leerer werden, an Spannung etwas verlieren und dann langsam runterbauen und teilweise nur noch 11,8, 11,9 Volt haben. Der hält die Spannung exakt gleich, sodass immer die gewünschte Voltzahl ansteht, was diese Strahlleistung benötigt, um auch effektiv immer das Wasser sauber und ordentlich zu bestrahlen, um dieses Ergebnis zu erreichen. Das wiederum wird immer gemessen. Auch die Bestrahlungsstärke wird gemessen. Wenn die Röhrchen verkalken, das Wasser zu trüb oder irgendwas nicht passt, dann kommt hier eine rote Lampe und ein Piepston und dann weiß man, man muss reinigen, entkalken, weil mein Wasser wird jetzt aktuell nicht mehr vernünftig desinfiziert. Mega geile Geschichte, habe ich so überhaupt noch nicht gesehen. Die Systeme, die ich kenne, die werden einfach eingebaut, leuchten, ob sie dann wirklich funktionieren oder nicht, ist immer so eine Sache. Man weiß es nicht wirklich, weil man sieht es nicht, man hört es nicht. Hier habe ich mein Kontrollpanel und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie das in live aussieht. So, bei mir schaut das Kästchen hier so aus. Ich habe das hier bei meiner Druckpumpe montiert. Bei mir ist das so alles separat, weil ich natürlich A,
immer ein Testfahrzeug habe, wo immer ausprobiert wird, und B, weil hier dementsprechend natürlich vorher eine Tauchpumpe drin war. Ich habe das nachträglich umgerüstet auf Druckpumpe, um hier jetzt das System anzuschließen. Wie das montiert worden ist und wie das hier an die Stelle kommt, wie einfach das geht, das zeige ich euch jetzt. Ja, auch die Verklemmungsart ist denkbar einfach. Wir werden hier das rote Kabel einfach an das Haupt-Plus, Dauer-Plus von der Pumpe anhängen und das Massekabel von der Pumpe trennen wir auf und machen da dazwischen einfach die zwei braun und schwarz. Und das werden wir jetzt mal tun und dann schauen wir weiter, wie es funktioniert. Ja, nun nehmen wir einfach unser Werkzeug, sprich kürzen die Kabel entsprechend, wie wir es brauchen. Ich klemme jetzt erstmal den roten an und trenne die rote Plusleitung, isoliere das Ganze dann sauber ab und setze jetzt die Desinfektionseinheit einfach dazwischen. Mit dem roten Kabel, das Plus natürlich, und dann wird es einfach via Vakuumklemmen, in dem Fall dazwischen geklemmt, und greife ich somit einfach die Plusleitung ab. Dann suche ich mir entsprechend die andere Leitung noch raus. Also jetzt machen wir gerade nur die Plusleitung fertig und danach gehen wir an die Masseleitung. Da habe ich ja schon erklärt, das Gerät sortiert aus, also er merkt, wenn Ampere gezogen werden. Drum klemmen wir das jetzt zwischen einfach der Masseleitung, und da ist der schwarze und der braune Draht dafür verantwortlich. Wir trennen die Masseleitung, auf der einen Seite der Masseleitung kommt der schwarze und auf der anderen Seite einfach der braune. Und das machen wir jetzt einfach. Ihr seht, wie das Ganze jetzt umgesetzt wird, und dann kann nämlich das Gerät die Stromlast messen und merkt, wenn die Pumpe arbeitet, zieht die dann einfach mehr Last über die Masse und somit schaltet die einfach ein, die Desinfektionseinheit, also sprich die UVC-Lampe, und desinfiziert das Wasser entsprechend. So, jetzt fällt nur der braune, und abisolieren, und dann sind wir auch schon durch. Der kommt jetzt auf die andere Seite von der Masse und dann haben wir das ganze Thema verkabelt. Relativ unkompliziert, relativ einfach. Darum haben wir auch das Kästchen in der Nähe von der Pumpe verbaut, damit die Wege kurz sind. Haben eine Fernbedienung, das werden wir dann noch sehen, wo man dann das Ganze ablesen kann. Jetzt das letzte Massekabel an die Vakuumklemme von braun ran. Und dann haben wir die ganze Verkabelei eigentlich schon durch. Jetzt, wenn wir dann gleich das Wasser aufdrehen werden, werden wir auch gleich sehen, dass es funktioniert. Und zwar schauen wir kurz, jawohl, alles fertig. Und jetzt drehen wir kurz auf, zack, und schon leuchtet die blaue Leuchte. Das heißt, alles funktioniert und ist richtig installiert. Hier haben wir jetzt auch die Fernbedienung, sprich das, Fernbedienung eigentlich nicht, sondern das Kontrollpanel montiert. Und ihr seht, leuchtet blaues Licht, alles läuft. Hier haben wir jetzt noch die Möglichkeit, das ist ein zusätzliches System, wo man Trinkwasser macht. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Funktioniert eigentlich relativ einfach, auch der Einbau ist relativ einfach und auch den zeige ich euch jetzt. Kaltwasserleitung auftrennen, Filter dazwischen klemmen, vom Filter geht es dann direkt weiter in die UVC-Einheit, sehen wir hier. Dann geht es von dieser Geschichte weiter in den Wasserhahn. Das ist eigentlich die ganze Thematik, dann kommt nur noch der 12-Volt-Anschluss. Ja, und wenn das Ganze dann fertig montiert ist und hier dementsprechend fertig ist, dann haben wir hier, wie ihr schon kurz im Film gesehen habt, die Bedeutung des blauen Ringes. Das heißt, ich drehe jetzt hier einfach die Leitung auf und schon kommt hier Trinkwasser, das blaue Licht leuchtet, was dann bedeutet, alles ist okay, es wird richtig gefiltert, es passt alles und alles läuft. So,
Wir achten jetzt hier mal auf das Licht. Das ist im Prinzip auch der Wasserhahn, sowie aber auch der Wasserhahn, weil hier wird dann zweimal gefiltert. Einmal durch meinen UVC-Filter, dann geht es hier durch den schönen Filter, der hinten an der Wand hängt, und noch einmal durch das Filterkästchen, um dann letztlich Trinkwasser hier zu haben. Und auch dieses Wasser kommt gleich das blaue Licht. Das heißt, alles ist in Ordnung, alles wird richtig gefiltert, kommt dann keimfreies Wasser raus. Das heißt, ich kann hier meine Kaffeemaschine füllen, ich kann hier mein Nudelwasser abkochen oder wie auch immer. Wobei Nudelwasser ist Quatsch, das wird eh gekocht. Aber zum Beispiel Kaffeewasser, wenn ich das möchte, dann nehme ich das hier und ich erspare mir extra Wasserflaschen mitzunehmen. Hier haben wir das keimfreie Wasser. Wenn ich dusche, Zähne putze oder sonst irgendwas, kann ich im Mund ausspülen. Ist keimfrei, passiert mir nichts, ich kriege keine Entzündungen. Alles ist top, alles ist clean und alles ist perfekt. Und das ist natürlich schon eine richtig geile Sache, was wir hier haben. Und ich glaube, davon verspreche ich mir wirklich richtig viel und es funktioniert auch richtig gut. Das ist eben der große Vorteil, dass man auch entsprechend immer alles unter Kontrolle hat mit der Fernanzeige, damit man Trinkwasser hier an Bord hat und ich mir spare, separate Flaschen grob mitzunehmen. Und das, muss ich sagen, Leute, ist echt eine tolle Sache. Hier kommt jetzt das fertige Trinkwasser raus. Ich drehe auf, das blaue Licht leuchtet. Ihr seht's, jetzt leuchtet das blaue Licht, Trinkwasser kommt raus, die UVC-Einheit läuft. Wenn der Ring rot wird, dann ist die UVC-Einheit blockiert, sprich das Gläschen belegt oder man muss entkalken. Und so funktioniert die ganze Geschichte einwandfrei und ich habe sauberes Wasser. Ja, zu guter Letzt, auch von DBDS, dieses kleine Gerät. Das soll jetzt kein wirkliches Werbevideo sein, aber ich habe natürlich in der heutigen Zeit zu der Corona-Zeit, Viren und so weiter, für ängstliche Menschen finde ich das eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Und zwar ist das ein Handdesinfektionsgerät. Das heißt, man schaltet es einfach hier ein. Man muss auch keine Angst haben, hier sind LEDs, die dann die UVC dementsprechend desinfizieren. Man muss hier keine große Angst haben, dass da was passiert, denn es passiert nur, wenn man es leicht überdehnt, dann blinkt's. Dann sind noch blaue LEDs drin, die dann dafür sorgen, damit man auch sieht, wohin man strahlt. Und dann drückt man da einfach drauf und ihr seht das blaue Licht. Und wenn ich jetzt hier einmal so drüber gehe, bei 2 Sekunden Bestrahlung im Abstand von 10 cm ist hier im Prinzip die Oberfläche desinfiziert und keimfrei, wieder zu den 99,9%. Und das finde ich schon eine ziemlich geile Geschichte, weil also ich zum Beispiel bin schon ein bisschen empfindlich, wenn man so auf öffentliche Toiletten geht oder sonstiges. Man geht mit dem Gerät einmal so grob über die Klobrille. Man weiß schon mal, keimfrei, alles gut, ist desinfiziert. Das Ding funktioniert immer mal im Klogriffe oder Handgriffe, Türgriffe, alles Mögliche, wo man hinlangt, Tastaturen in der Firma oder wie auch immer. Man kann mal grob drüber gehen. Ich weiß, das Ding ist desinfiziert, es ist sauber und ich kann mir da schon mal keine Keime mehr holen. Ich schalte einfach ein, klapp auf, drück drauf und entsprechend leuchtet es. Und dann kann ich mir hier die Oberfläche sauber machen über die Tastatur oder hier mal kurz übers Handy drüber gehen. Klappt das Ding wieder zu, es ist sauber und jetzt weiß ich, hier sind keine Keime mehr dran. Tolle Sache. Das ist natürlich die Ergänzung zu der ganzen Wassergeschichte, die hauptsächlich im Fahrzeug stattfindet. Ich finde die DWDS-Geschichte im Wasser sehr, sehr gut. Und wenn ihr da Interesse habt, einfach eine kurze E-Mail an uns schreiben und dann kann ich euch noch weitere Fragen beantworten oder natürlich in unsere Kommentare. Da freuen wir uns immer ganz fleißig. Ja, das war's schon wieder von der Wassergeschichte. Wasserdesinfektion, wie macht man die Geschichte im Wohnmobil, wie kann ich mein Wasser sauber kriegen und so weiter und so fort. Und wenn ihr dazu noch wirklich anhaltende Fragen habt oder dann einfach in die Kommentare, überhaupt kein Problem. Ich finde es eine tolle Geschichte und wir sind jetzt dann auch unterwegs.
und werden davon berichten, oder ich werde euch natürlich auch einen Erfahrungsbericht geben, wenn es in meinem Fahrzeug verbaut habe, wie ich das Ganze in der Praxis entsprechend umsehe. So wird auch ein zweiter Teil folgen von dem Video, um euch zu zeigen, wie ist das Wasser jetzt wirklich, bringt es mir was, bringt es mir nichts, oder wie verhält sich das und wie zufrieden kann man damit wirklich sein. Und dafür mache ich mit euch den Praxistest und werde dann entsprechend berichten, wie denn das System wirklich funktioniert und wie es dann in der Praxis ausschaut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für euer Interesse. Wie gesagt, wenn ihr Kommentare oder wenn ihr irgendwas habt, gerne in die Kommentare schreiben. Darüber freue ich mich natürlich. Und Kanal abonnieren, dann verpasst ihr hier nichts mehr. Und ganz verrückt sein und die Abo-Klingel drücken, dann wird ihr da auch immer informiert, wenn es wieder was Neues aus Dingisbühl gibt, um euch dementsprechend wieder neue Techniken, neue Informationen und Einbauten näher zu bringen. Im nächsten oder einer der nächsten Video gibt es wieder einen weiteren Teil von unserem Solartest natürlich, weil auch da gibt es wieder neue Parameter und die werden wir wieder miteinander durchgehen, um auch da zu gucken, was denn letztlich die letzten Wochen passiert ist. Also, bleibt gesund, wenn ihr in Urlaub fahrt, dann erholt euch gut. Oder schon unterwegs seid, habt Spaß. Das Wetter ist ja bombastisch. Und ja, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.